Da ist er! Bindet es fest! Festhalten! Das Biest ist verletzt! Guter Schuss, Captain! Er hat sich losgerissen! Geduld, Geduld! Achtung, Steuerbord voraus! Ruhig jetzt, Jungs! Da! Das Biest ist verletzt! Das Seil ist gerissen! Festhalten! Festhalten, Männer! Hab ich dich, Fischlein! Nein! Verdammt! Er kommt auf uns zu! Bring ihn jetzt zu Ende, Captain! Jetzt haben wir ihn! Erwischt! Ein echtes Monster! Gut gemacht, Captain! Und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Sword. Assassin's Creed Black. So. Ihr habt gesehen. Oh, ich kann es noch nicht herstellen. Schade. Jetzt dachte ich, ich kann es jetzt gleich meine Gesundheit pushen. Geht wieder nicht. Na gut. Okay. Ja, ihr kommt genau richtig. Und zwar hatte ich vor, nicht zur Mission, sondern hier oben das freizuschalten. Dazu muss ich schon ein bisschen hin und her fahren. Und ich bin einiges auf der Suche nach Metall. Wie so ein Geier. Mit jedem fetzen Stoff in den Wind. Im Moment haben wir nicht sehr viel Metall, um das Schiff aufzuwerten noch. Weil da fehlt noch ein bisschen. Ich glaube um die 800-900. Dann könnte ich sozusagen den Roben, die Kanonen und den Mörser, glaube ich, erweitern. Wow, jetzt sieht er noch Gischt auf. Sehr schön. Von Steuerbord! Er treibt Beute vorbei, Captain. Ja, ein bisschen Holz. So. Okay. Ja, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, alles... Oh, das Mikrofon muss ich noch richten. Einiges hatte ich ja vorgehabt, alles schon vorzubereiten, Sachen zu erkunden, aber... Ja, da fehlte mir ein wenig die Zeit. Nur ein wenig. Ja, und jetzt machen wir eben halt alles zusammen. Abermals. So, hier ohne Schaden durchgekommen, wunderschön. So. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Griff die Top- und Bramsegel! Oh. Segel setzen, Bewegung! Den Fels habe ich schon gesehen. Sehr schön. Leesegel heißen, los geht's! An Schotthorn, so. An die Schoten! Ja, ja, ja. Jetzt sind wir schon im Gebiet drin. Was wir noch freischalten müssen. Was haben wir denn da hinten? Nur Stoff, 70 Metall. Metall, zweimal Metall gleich. Oh. Mars und Topsegel bergen! Leesegel heißen, los geht's! Kann der Wind nicht mal mit alle uns spielen, irgendwo gegen uns? Oh, was ist das denn? Aha. Okay. Kann ich das so freischalten oder muss echt erst am Land gehen? Ein Sturm, Captain. Sieht schlimm aus. Feuer! Auf Position. Hört ihr? Kriegsschiff in Sicht. Feuer! Ja, ja, ja. Der hat nur Zucker im Rum. Warten auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Ram- und Marssegel festzurren. Der Wind zeigt Zähne, Captain. Achtung, Einschlag! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind!
Naja, triff sie aus sicherer Entfernung mit dem Mörser. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Na los. Los, ihr Faulpelzer! Gebt den Wind nach! Eine Böe kommt auf, Captain. Das merke ich. Halte Sicherheitsabstand und schieße alle mit dem Mörser. Alle Segel, sie verträgt das! Dass eine Böe aufkommt. Ja, dass das Schiff nämlich nicht weiß, kein Metall hat. Nur Schiffe, die Metall geladen haben. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Auch verkaufen könnte, aber naja. Wir haben im Moment 54.000, also. Das sehe ich jetzt nicht so eng. Ey, wird das schneller als ich? Tatsächlich. Alle aus der großen Berge! Müssen wir also doch den Kampf hier suchen? Halt bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Na? Alle Segel, Bewegung! Alle Feuer! Segel setzen! Auf große Distanz ist der Mörser ideal. Daneben! Feuer! Da! Das Gewitter kommt von Sie an! Feuer! Schießen, Captain! Das Ding ist unser. So viel Segel wie ihr könnt! Na gut. Ne? Alle Segel. Ein Sturm sieht übel aus. Wir werden euer Tod sein. Zieht sie ran, Matrosen! So. Auch nur 10 Leute platt machen, okay. Der Blaster gehört mir, verstanden? So, nur noch 4. Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Einer der Luft setzt Fuß auf unsere Deck! So. Dann halt einfach. So, ich glaube, Bekanntheitsgrad machen wir. Reparieren müssen wir nicht. Achso, ja, okay, dann machen wir reparieren. Wenn es halt nicht anders geht. Wenn die Flotte aufnimmt, tue ich nicht. Dafür ist das Schiff ein wenig zu schwach. Und ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr für irgendwelche Schiffe. Sind alle Kreuzsegel bereit? So, wir können weiter schippern. Bis zur Festung. Stoff und Holz. Du hast Zucker und Rum, okay. So, mal gucken uns, was da auf uns zukommt von der Feste her. Weil die letzte, die wir ja platt gemacht haben, die war schon ein wenig sehr hart. Die hat uns, glaube ich, eh mal das Leben gekostet, glaube ich. Oh, wir kommen von einer guten Seite an. Das ist schon mal sehr gut. Ich fahre hier zum Schiff hin. Naja. Zum Schiff hin. Ich fahre hier an den Felsen ran. An die Insel. Und da komme ich aus dieser Nische rausgefahren. Genau. Einsicht, Captain! Wo hat er die Flaggen verstaut? So. Das Beste ist nämlich. Feuer! Ihre Schwachstelle ist unterschätzt! Schießt! Nach Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain! Du wirst uns versenken, Kenway! So. Feuer! Da! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schießt! Was fertig, Sir! Feuer! Na, das Treffer könnten Sie da! Feuer! Nehmen Sie Ihre Ahnen aus dem Wind! Feuer! Sie verwundbar, Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer!
ausweichen! Die Segel einholen! So. Kopfsegel bergen! Mehr Segel! Alle Segel! Schießen dahin! So, ich weiß gar nicht, welche noch. Bereit zu feuern! In der Mitte. Feuer! Ja. Wir haben's. Sie geht gleich unter! Hä? Welches Wetter voraus, Captain? Ja, ich seh schon. Das erobern wir jetzt auf dem Board. Stopp! Bram! Marssegel! Ober- und Bramsegel vieren und dicht holen! Vorsicht, Captain! Oh, Windstrand kollidiert. Dann interessiert Kräft uns auch die nicht Top- und Bramsegel! Einholen! Vorsegel einholen! So. Und los geht's. So ist das perfekte Wetter zu Beute zu machen. Roms, Tür ist offen. 3 Offiziere eliminieren. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Da lang. Oh, geht gar nicht da hoch. Da oben ist er. Okay. Okay, so. So. Die ergeben sich, okay. Stopp. Nein, bitte nicht. Ich glaube, das waren seine letzten Worte. So, aber das vor auch. Okay. So. Ja, nur noch 3 Teile, dann habe ich die Karte auch soweit erstmal entdeckt. So, aber wir werden hier erstmal. Necesita algo? Die Jackdoll erstmal. Upgraden. Mein Rumpfaufbau. Das könnten wir machen. Da fehlt uns jeweils der Plan. Also. Rumpf ist Rumpf. Jetzt haben wir das schon mal fertig. Sonst. Fehlt uns jeweils der Plan dafür. Das ist schon mal. Mist. Harpunplan. Brauche ich überhaupt jeweils Holz? Einmal 600 Holz. Ein einziges Mal 600 Holz. Okay. Munition natürlich. Mörser auffüllen. 15 Kugeln, logisch. Auffüllen die Feuerfässer. So. Verkaufen. Fracht. Den ganzen Schucker. 6
Fast 7000 kriegen wir dafür. So, den Rum verkaufen. 10.000. Und den ganzen Stoff kann ich verkaufen. Zwar nur ein bisschen, aber naja, was soll's. Gucken, Rum kann ich hier nicht. Ach, naja, komm, ist egal. So, das heißt, wir müssten jetzt 4 Streifen an Rumpfpanzerung haben. Ich hoffe, dass das Gewitter gleich vorbei ist. Ja. Können wir auch noch für uns Munition aufkaufen? Also, nur für die Jackdoll, hä? Ja, Mist. Lo lamento. Que tenga un buen día. So, erstmal bestechen. Nee, dann können wir hier, glaube ich, höchstens nur ein paar Sachen absuchen und das war's dann auch schon. Okay, wir müssten. Ach komm, wir fahren zur Mission hin. Nochmal schnell nachladen. Damit ich keine nassen Füße bekomme. Der Sturm müsste auch bald vorbei sein. Wir müssen nach hinten durch, okay. Dann halt durch den Sturm. Ordentlich Punkte, seht ihr das? Jetzt haben wir ordentlich Punkte da oben drin. Bevor wir das erste Balken verlieren. Setzt jeden Zoll Segel! So, jetzt müssen wir drauf los, achten, ihr Faulpelzer, an die wo die nächsten Wellen alle herkommen. Na, schippern wir halt mal durch den Sturm. Sieht gar nicht so brutal aus. Ist nur ein bisschen Regen, Wind. Na gut. Vielleicht kommt ja noch eine Welle auf uns zugestürmt. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, die Musik habe ich ausgemacht. Ja, Musik ist aus. Stopp. Genau. Damit die Leute mir nicht das Ohr voll singen und YouTube wieder meine Videos wegsperren möchte. Oder ich wieder angeschissen werde. Alles ohne Lizenz, ohne Erlaubnis. Mensch, ich habe das Spiel käuflich erworben. So, nö. Also, cool. Nix im Sturm. Hä? Wo denn? Wo siehst du einen Wirbelwind? Ja, macht nichts. Ort ansehen, ja, schön. Trotzdem fahren wir nur zum Dings hin. Zu unserer Mission. Sieh nur, Captain, ach, die See erhebt sich. Echt? Ach, da hinten ist ein Wirbelsturm. Sogar zwei gleich. Okay. Boah, schon wieder. Das sag ich doch. Der Sturm ist für uns uninteressant geworden. Guck mal, Piratenschiff. Kriegsschiff. Girol Fortun. Okay. 80 Metall. Ja. Wie viel Kohle? 1000. Achso, ich kann ranzoomen, stimmt ja. So. Gleich sind wir da. Mord und Totschlag. Das machen wir. Spürst du es, AD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Ah ja. Captain, denk lieber nochmal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Ade? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will.
Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen. Ist das schon Hornige? Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo, nennen die Spanier sie. Segel setzen! Ja, ja, einmal. Erwarten Befehle! Obacht! Feuer! In die Wanden, alle Segel ab! Feuer! Das Messer könnten Sie ablegen! So. Zieht sie in ihren Untergang! So. Eins. Zwei. Den Captain wegrotzen. Ich sag den Captain weg! Na, warte. Okay. Haltet mein Deck sauber! Verstanden! Ach, das darf doch nicht wahr sein. Hinter Sie am Ende! Ich will den Captain töten. Dann halt so. Oh. Okay, wir hatten schon gewonnen gehabt. Naja, Pech gehabt. Was können wir denn jetzt machen? Was kriegen wir überhaupt? Rum und Zucker, okay. Ja, Reparieren brauchen wir nicht. Wir machen den Bekanntheitsgrad weg. Erstmal. Großsegel setzen! So. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Aha. Kommst du mir etwa jetzt auch noch entgegen? Ach Mann, ey. Gegner kommt auf uns! Feuer! So viele Segel, wie ihr könnt! Haltet euch fest! Feuer! Alle Segel! Feuer! 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 Das Messer könnte sie lahmlegen! Knallhart! Geht in die Hölle, Jungs! Gegnerische Kundschaft der Töten. Achso. Ach, dahin. 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 So. Jetzt muss der Papa ganz fix erstmal nach oben. Trag den Kampf zu ihnen! Okay, Nein! Mist. So, Abbruch da. Einfach weggerotzt, den Kerl. Das hatte ich eigentlich nicht vor, ins Wasser zu springen. Also, naja, was soll's. Ja, Bekanntheitsgrad wieder verringern. Reparieren tut sie sich ja so oder so. Stück für Stück. Ich muss so gucken, von der Zeit her, nicht ich irgendwie. Mehr Segelmänner! Schiff aufrüsten, Captain. Ist noch okay von der Zeit her. Weil ich muss nämlich noch zur Arbeit. Zur Spätschicht. Deswegen nehme ich gerade noch so nebenbei auf.
So. Ach, ernsthaft. Die Iran auf dem Bett. So, machen wir voll. Segel setzen. Mehr Segel, alle Segel. Feindliche Verstärkung, Captain. Feuer. Der geht uns ein Aufschlag! Erwarten Befehle, Captain! Feuer! Oh. Hinten im Wassersaal! Öffnen und trimmen! Haben Sie verwundet? Feuer! Wie wird uns entkommen? Feuer! Die Kroschetten, Sir! Na. So, jetzt aber. Aufgabe! Okay, einen Moment. Bereit zu feiern, Sir! Hier zwischen. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Wir werden euer Tor! Feuer! Ein Salve genau da rein! Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Bringt die Hauptsegel in den Wind! So. Das könnte sie sein, hä? Setzt jeden Zoll Segel! Aufschießen! Segel setzen! Ruhig! Ich glaube, das könnte die da sein. Ne, da hinten war jetzt kein Schiff. Feuer! Letzte Schrumpf, die Wilge! Ja! Ram- und Marssegel fest, Dummel! Lasst uns versenken, Kenway! Wir sind beschädigt! Feuer! Feuer! Der Wartenbefehl ist das Feuer! 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 Sie feuern, Sir! Feuer! Ja, ich feuer doch auch. Und die Landkarten ein! Einholen. Na los. So. Yay. Habt ihr den Schuss gesehen? Direkt den Kapitän geplättet. Bam. So, 8 Leute schon mal. Weggeratzt. So. Ach, Mist. Okay. Halte das Deck sauber! So, und... Achso. Siehst du? Haben schon aufgegeben. Ah, ich müsste langsam Munition sparen. Nicht, dass ich noch mehr wegballere. Weil, wenn wir irgendwo auf Land müssen und dann doch die Kugel brauchen, sicher, sicher. Ja, wieder verringern den Bekanntheitsgrad. Ist doch selbstverständlich erstmal. Gib mir etwas Fahrt! Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Hol sie nieder, raus aus dem Wind! So. Ah, drehen, 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 drehen. Feuer! 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 Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! 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 Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Okay, das Ding schöppert nur so hin und her. Feuer! 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 Runter auf den Grund! Okay. Vieren und Fahrt aufnehmen! An die Stagen, fangt den Wind! Nee, das ist das Schiff auch nicht. Ich weiß aber nicht, wo! Da, eine Art Frachter, Sir! Warte mal, jetzt hol ich mal auf der Karte. Ach, ich muss doch auf die Insel. Alles okay. Setzen und schafft zum Wind ausrichten! Hier auf die Insel soll ich. Alle Segel, die wir haben! Ich wusste es, dass ich doch auf die Insel muss. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Rahmsegel einholen! Zieht! Zieht! Locker trimmen! Alle Segel einholen! Alle Segel niederholen! So. Captain ist im Meer!
Ja, wir klettern auf jeden Fall erstmal hier hoch, um einmal zu gucken, was hier ist. Das ist ja erstmal Fakt. So, da hoch. Okay. Und da entlang. Nee, noch ein Stück. Oh, habe ich das falsch gesehen? Ach, da hinten ist der Aussichtspunkt. Okay. Naja, gut. Dann kann ich ja das komische Fragment holen. So. Ja, natürlich nehme ich ja alles mit, was noch so auf der Insel ist. Ist auch selbstverständlich. Da ist der Tote. Die Schatzkarte Homo 2. So gefällt mir das. Da ist Mr. Krabs. So. Okay. Wie sollen wir überhaupt Hornige töten? Irgendwie bestimmt? Nö. You there! Stop. Where'd you think you were going? Nur, du machen wir es so. Point grenade! Get out of the bush, you prat! Oh, ich hab doch Leertaste gedrückt. Dann halt so. Ja. So, einer von euch muss doch Munition dabei haben. Ja, Munition plündern. Ach so, Rauchbomben. Berserkerpfeile, das ist auch immer gut. Zwei Kugeln, sehr schön. Ja, God save the Queen. So, überspringen wir mal die ganze Grütze. Halt. Der hat Munition. Munition ist immer gut. Oh, hab den falsch schon plündert. So, dann nehmen wir natürlich gleich erstmal hier, dass das Artefakt hier gleich mit. Von den Azteken. So. Okay. Naja, so geht's auch, oder? So, überspringen kann ich das leider nicht. Sonst hätte ich das jetzt gerne übersprungen. So. Okay. Und noch ein Stein. Hm. Sieht ganz danach aus, dass ich da nach oben muss, irgendwie. Ach, Mist! Oh ja, danke fürs Gewehr. Naja, wenn das Vieh schon mal hier ist, da habe ich wenigstens Knochen für ein paar Pfeile. Ah.
Okay. Stand still. Nö, 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 nö. Ich halt nicht an. Ich halt nicht an. Quick, over there! Ach, ja, okay, komm. Grenade coming! Ja, yeah, ich habe ihn umlaufen, cool. Auf jeden Fall, hier sind Geschenke. Irgendwo. Munition. Oh, Munition. Munition, Munition ist immer gut. Bisschen rötlich gerade alles geworden. Wo sollen denn die Kisten drin sein? Hier hinten? Nee. Unten? Ich bin da gerade erst hochgekommen. Okay. Ah, doch, hier unten. Ja, wenn ich schon einmal hier bin, kann ich es auch mitnehmen, oder Jungs? So. Ach, da kommen wir auch hoch, seht ihr. Wunderschön. So, da hoch müssen wir. So, wir nehmen die Assassinenklinge. Ich muss gerade überlegen, wo ich hin muss. So. Derzeit laden wir mal schnell die Waffen nach. So. Mist, nein! Och, jetzt klingelt das auch noch hier bei mir. Ist das alles unfair? Einen Moment, Leute, einen Moment. So, schon wieder da. Keine Ahnung, wo der Hornige sein soll. Also, tut mir leid. Also, jetzt bin ich gerade hier ein wenig verwirrt. Ich bin auf der Insel angekommen. Ich bin da. Aber ich finde hier keinen, den ich töten soll. Da ist nur ein Reh. Und er muss ja hier drauf sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Oh.
Tut mir leid, ich verstehe ich gerade null. Warum ich hierher kommen soll, wenn hier keiner ist? Ich verstehe das nicht. Oder ist das gerade ein wenig buggy? Na gut, ich hole jetzt noch mal den Punkt hier. So. Aber jetzt bin ich ein wenig verwirrt. So, okay, irgendwo dazwischen in der Mitte. Gut. Nein! Okay. Elegant geschafft. Ich verstehe es gerade null. Puh. Und noch ein Stein. Leid, ich finde den Mann nicht. Ich gehe nochmal zurück aufs Schiff. Okay. Ganz kurz nochmal zum Schiff zurück. Ja, Warnung, Sperrgebiet, ja. So, er speichert schon mal, das ist schon mal sehr schön. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Ich fahre noch mal hier drumherum. Ja. Leute, einfach noch mal um zu gucken, ob hier irgendjemand sein soll. Also raus komme ich nicht, das ist schon mal okay. Weil das hier ist. Steuerbord, Schiffbrüchiger hier, Captain. Okay. Das. Vielleicht haben wir irgendein Schiff übersehen. Womit er erst dann hierher kommt. Deswegen. Kann ja sein, dass wir irgendein Schiff vergessen haben zu finden. Oder nicht gefunden haben. Topsegel reffen! Leesegel heißen, los geht's! Weil ich kann mir sonst echt nicht vorstellen, wo er sonst sein soll. Und die Kreuztopsegel ein! Sind die Banden noch fest? Wartet mal, kann ich die Mission neu starten? Nachladen, drücken Sie, um die Erinnerung neu zu starten oder den letzten Checkpoint zu laden. Sagen wir Erinnerung neu starten. Mord und Totschlag war es ja. Ist natürlich jetzt ein wenig anstrengend. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das. So, spürst du es, Ade? Das kennen wir. Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Ich kann's überspringen. Wie du meinst. Grad. Ahoi, Robert! So. Das kann ich ja überspringen. Gut. So.
Bin automatisch mit ihren Franken. Aha, so. Einhol! Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Hi, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen. So, die Benjamin soll ich finden. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Der letzte schrubbt die Bilge! So. Achtung, Einschlag! Ja, ja, wir schöppern erstmal weiter hier, ja? Okay. Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Nein, verfolgt uns, Sir! Den Masten nach ein Schoner! Britische Marine, Captain! Mehr als eines, Sir! Feindliches Feuer! Da ist sie. Da ist Hornico. Geht näher ran. Oh, das Schiff habe ich ja vorhin einfach so versenkt. Verdammte Royal Navy! Gebracht, dass wir nicht auflaufen. Feuer! Ja. Wir präsentieren sich uns! Feuer! Die dafür bezahlen! Bereit, Sir! Feuer! 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 Da sind sie am empfindlichsten! Feuer, okay, ich verstehe schon. Der ist gut, schnell und wendig. Feuer! 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 Gib mir etwas Fahrt! Na gut, machen wir es. Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Schießt! Ist dein Herz dafür bereit? Okay. Ha. Ich komme wieder zurück. Ach so. Da läuft er. Oder? Jetzt haben wir den. So. Wie sollen wir ihn jetzt töten? Einen Moment. Hornig mit einer Luftattacke eliminieren. Okay. Na gut, ich weiß jetzt, wo ich langen muss. Kisten sind. Oh ne, haben. Das muss ich gleich nochmal gucken. Ah ne, nur die Kisten sind alles da, die Fragmente nicht. Okay, gut. So. Schön stümperhafte Segeln da hinten, Männer! Als wir diesen Tag überleben, bei Gott, dann lasse ich euch auspeitschen! Verstanden? Bleibt mit den Rücken zusammen.
Der Kampf ist nicht vorbei! So. Na, Luftattacke, okay. Das wird ja ein bisschen tricky, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ah ja. Okay. Komm her, mein Dicker. So. Aber jetzt! Come on, don't lose that shit! Oh, das darf jetzt. Ich will ihn schon mit einer Luftattacke platt machen. Oh. So. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. So sicher, wie ich hier stehe. Auf Position! Und seid auf alles vorbereitet! Da! Man, ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Naja, nicht im Kampf verwickelt werden, also. Naja. Okay, da haben wir das auch hinter uns gebracht, sozusagen. Plündern wir nochmal die Kisten hier. Auch wenn die uns so ein bisschen Kohle reinspielen. So. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Schade, dass die gefallenen Leute nicht immer hier dann noch liegen bleiben. So. Ach, ein Sturm. Wo haben wir denn jetzt hier? Nein, nicht wegrennen, du blödes Vieh. Ach. Schwein gehabt, ihr Viecher. So, einiges habe ich ja schon die Karte hier aufgehoben. Rumarbeiten. Nochmal die Schatzkarte, okay. Okay.
Okay. Halt, da an die Tür. Hä? Können wir da rein? Nö. Hm. Schade. Ja, die Tornados. Ich suche eigentlich gerade ein Ruderboot. Aber ich glaube, das werde ich vergeblich suchen. Danke. Ach, die Flasche können wir noch mitnehmen. Genau. So. Nehmen wir noch schnell die Pulle hier mit. Den kleinen Brief. Oder was auch immer das dann war. Ich glaube, ein Brief waren das mal. So. Na los. Einpacken. Ja, irgendwann mal vielleicht mal auch nicht. Ich bin nicht der große Leser. Zwei Geheimnisse. Ach, die haben wir entdeckt. Okay. Bevor wir die Insel verlassen. Ja, die können wir jetzt verlassen. Boah, jetzt müssen wir dahin. Zur Hauptmission. Okay, dann müssen wir das sozusagen freiräumen. Okay, wir machen Folgendes. Bevor wir jetzt die Hauptmission machen, verabscheue ich mich jetzt von euch. Ja, verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch erstmal noch alles Schöne und Gute. Ja. Noch einen schönen Tag. Ich bin dann gleich auf Arbeit. Ja, danke, dass ihr euch freut, dass ich dann auf Arbeit bin. Sehr schön, klasse. Und in der Zeit, also beim nächsten Mal, werden wir dann sozusagen nur noch die Forts habe ich dann schon freigeschaltet für euch, damit wir die Karte schon haben, und dann werden wir uns sozusagen um die Mission kümmern, okay? Also, bis dann wünsche ich euch noch einen... Da kommt ein Hund, der kommt zusammen. Sind die Haken fest! Auf dein Zeichen, Captain! Jo. Rum und Zucker, Metall. Schlechtes Wetter voraus, Captain. Ja, sehe ich, wir werden ja nur gedreht. Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain. Feuer! Oh, nochmal drauf rumgeschossen auf das kleine Ding. So. Großsegel, los geht's! Weiter schippern. Totendicht, halbes Segel. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! Raus aus dem Wind! Ja. Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Arbeiten dran, Feuer! Da sind sie am empfindlichsten. Die geht nie kaputt, hä? Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Gut, die geht nicht unter. Okay, na gut, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier. Einen Moment. Das nächste Teil wäre dann für mich... Ich glaube, das Ding nehme ich hier auseinander. Na? So. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao euch.